Partikel. Die habe ich am liebsten. Am Ritter. Some call it a miraculous stone. The Philosopher's Stone. Sieht ein bisschen aus wie ein Kristall aus Final Fantasy XII, wenn ihr mich fragt. Jetzt nicht wirklich Spoiler, nur weil er mir gesagt hat, dass das Kappas sind. Deswegen, ihr hättet gedacht, das wären irgendwelche Waldgeister. Sahen für mich nämlich aus wie Waldgeister, so grün, so. Sahen jetzt für mich nicht aus wie Kappas. Hey, Saigan. Ach, die Kleinen heißen Kodama. Das heißt, ich dachte, die heißen Kappas. Aber du siehst nackt scheiße aus, also bist du schuld. Das höre ich häufig. It seems death won't stop chasing me. Oh, hi. Hey. So. Okay. Ich würde gerne erstmal wissen, wie es, ob es ein Lock-on gibt oder so. Dankeschön. Das kannst du auf keinen Fall auf dir sitzen lassen. Du darfst im Knast keine Schwäche zeigen. Okay. Schmeiß mich rein. Ich komm schon klar. Ich krieg das hin. Sacke, sacke. Okay. Ein Hut. Scheiße, ein Hut. Ich weiß nicht, dieser Hut ist, der gefällt mir irgendwie mehr, als es eigentlich sollte. Oh, der mag mich nicht jetzt. Das Interessante ist, ich sehe bis jetzt noch keinen Nachteil. Genau. Oh shit. Derek, der Henker. Derek. Er heißt Derek. Ich komme darauf nicht ganz klar. Jesus, that range. Komm, tob dich mal aus. Jesus. So. Alter, fahr weiter. Weißt du was? Ich mag dich nicht. Derek, das Arschgesicht. Get down with the sickness. Oh scheiße, es ist der Edgelord. Der Mann mit der Melone. If I die, the secret of the stones dies with me. Was bin ich froh, dass man sich hier keinen eigenen Charakter erstellen kann. Yep. 100% Edgelord. It's time for your execution. Oh scheiße, Derek ist Derekitiert.
Ja, okay, das kann... Oh mein Gott. Okay, der hält auf einmal um einiges mehr aus. Danach kriegt zwei Angriffe rein. Nach seinem komischen Dash. Was? Belebe Waffen voller. Alter, das ist voll stylisch. Ich hab keine Ahnung, wo ich Soul Calibur her hab, aber. Well done. Quite a feat. That's a snake. Oh fuck, die haben Knarren. Ich bin ganz schön schnell mit so einer Rüstung. Das ist keine gute Idee, weißt du? Okay, fuck it. Guess I die. Moment, ich kann meine Waffen mit meinen Schutzgeistern verschmelzen, so Shaman King Style? To be Shaman King. The spirit is strong. You can be the one. Ja, nur dass ich jetzt keinen Schutzgeist mehr hab. Das ist hochgradig unlogisch. Du trägst einen fetten Eisenpanzer. Kumpel, du müsstest sinken wie ein Stein. Das Beste an lebender Waffe ist, du kannst nicht sterben in der Zeit. Ist also ein richtig gutes Feature scheinbar. Echt mal, er hatte voll die Phönixfeder in der Hand. Ich glaube, er ist der erste Typ, der eine Phönixfeder an sich selber verwendet. The good news of the Blighter boats up was nothing but lies. Only Leifter remained. An ironic twist. But what awaited us in the Far East wasn't love. It was monsters and death. Netter Epilog. Nenn ich hier. Epilog? Intro? So, Epilog. Ich hab das jetzt so bestimmt. Die haben mir meine Rüstung abge. Die haben mir meinen Hut weggenommen! Hoppa! Kumpel! Ich hab die Kerker geköpft. Okay. Das hat er verdient. So eine Arschkriege. Zumanoan! Oh Mann, wie fies. Arschgeige. Kommt da aus seinem dreckigen Busch und hält sich für toll. Och Mann. Du bist ein Arschloch. Genau wie deine Freunde. Ihr seid allesamt Arschgeigen. Allesamt ein Haufen Arschgeigen. So, was machst du jetzt ohne deinen kleinen Sexbuddy, hä? Du bist nicht mehr so mutig, ne? Kackbatzen. Einige von diesen Dingern. Und ja, geil! Ja, vier Leute, okay! Okay! Ich hab gelernt, ihr mögt mich nicht.
Fucking Lloyd. Okay. Okay. Ist gut. Ich hab's begriffen, ihr mögt mich nicht. Beruht auf Gegenseitigkeit. Kann ich gut verstehen. Ja gut, wenn man die Mechanik so ein bisschen auslutschen kann, nicht wahr? Bogenwaffen sind geil. Das war nämlich der Arsch, der vorhin hier uns die ganze Zeit mit seiner Bogenscheiße genervt hat. Wisst ihr noch? Als wir uns mit dem da angelebt haben. So. Kriegt der die Axt? Ich glaube, der kriegt die Axt. Was meint ihr? Kriegt der die Axt? Ich denke, der kriegt die Axt. Oh! Dominate! Get dunked on! Au! 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 Es schlägt mit dem Stein auf mich ein! Oh, bin ich über deren scheiß Basis? Ich glaube, ich bin über deren Drecksbasis. Ich habe so das Gefühl, hier ist Zeug, was ich haben will. Oh, hi! Was bist du denn? Alter. Ui, 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 ui. Ja, richtig, ich hab einen Anfall. Ist okay. Ach du Scheiße, was bist du denn? Ei. Oh, hi, Mark. Ja, geil. Geiler Hausschlüssel. Geiler Hausschlüssel. Hier komme ich nicht lebend raus. Coconut, okay. Oh shit. Oh fuck, das ist der schon wieder. Kommt aus der Tür. Hidden run. Okay. Schluck. Ich leb noch. Ich leb noch. Das ist meine geheime Kampftechnik. Die habe ich von den Joestars gelernt. Einfach wegrennen wie eine feige Pussy. Ja, Hausschlüssel. Ja, Mensch. Vom Regen in die Traufe, würde ich sagen. Au! What the fuck? Okay, reiß mir den Kopf ab. Okay. Ich hab begriffen. Ich merk, wann ich nicht erwünscht bin. Und bei dir bin ich definitiv nicht erwünscht. Ich merk das schon. Der war fast tot. Und dann reißt er mir den Kopf ab. Immerhin respawn die Mistviecher nicht. So, was haben wir uns jetzt vom letzten Fight gegen den Kerl gemerkt? Upsala. He got's Axt, he's mad. He's a fucking asshole. Oh shit, dich hab ich ja ganz vergessen. Ui, 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 ui. Okay, der Anfall ist tödlich. Oh Gott. Die Pimmelbacke da drin habe ich total vergessen, ey. Hockt da drin, denkt sich, Tee trinken, geil.
Vor allem find's ja nice. Wir spielen jetzt seit 3 Stunden. Ich habe gefühlt noch null Progress. Dass ihr noch nicht schon längst den Sack dicht habt davon, wundert mich ehrlich gesagt. Ich meine, das gibt einem ja immer so leicht hilfreiche Tipps, ne? Ja, genau. Okay, vom Barf, danke. Wisst ihr, wenn ihr selber eine Axt benutzt, ne? Ihr lernt automatisch den Respekt vor der Axt. Ihr lernt automatisch, Axt ist Aua. Ich denke, dann ist immer irgendwer mit einer Axt da, bis der, der mir den Schädel aufschlägt und dann ist Ende. Ich meine, jetzt gerade, ich hock auf einer Menge Zeug, was ich wirklich, wirklich gern behalten würde. Und mit wirklich, wirklich gern meine ich, ich würde es wirklich, wirklich gern behalten. Er hat eine fucking Axt. Aber er rennt die ganze Zeit her. Ich hab ihn einfach, er hat sich einfach ausgepowert, indem er zu mir gerannt ist. Okay. Ups. Okay, du gewinnst. Spoiler, doch nicht. So, was sollen wir denn auf einem brennenden Schiff? Kann mir das mal einer sagen? Easy job, easy money. Offenbar nicht. Na, das riecht doch nach Bossfight. Oder nach jeder Menge Folter. Bin offen für beides. Ach du Scheiße. Noch einer von deiner Sorte. Mit einem dicken Morgenstern. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ist der hässlich. I'm dead. He just bit my fucking head off. So gut. Nur nicht mir wieder den Kopf abbeißen. Magst du das mal lassen? Danach kriegt 2 Angriffe und dann dort. Es sei denn, er macht den Klatscher. Jetzt verarscht du mich. Jetzt verarscht du mich, Junge. Komm. Na, ich will nicht Ball spielen mit dir. Oh fuck. Wenig Ball spielen. Aber Mami, ich habe heute keine Lust auf Schule. Gotcha, Bitch! Ich hätte jetzt noch durch die Tür gekonnt, dann blame my Dummheit. Who are you? A foreigner? Hi, Ninja. Your guess only is implicit. As is your skill with English. My name is Hanzo Hattori. Fick dich weg, du dreckiger Hanzo!
Call me William. I'm here in pursuit of someone. An enemy, perhaps? Hunting a person down in a strange land will not be easy. If you lend me your strength in fighting Oni, I will help you in return. Well then. What? Come. Pocket Kitty. Hat der Kerl gerade eine Katze aus seiner... What? What? Hat der eine Katze aus seinem Dings gezogen und gesagt so, Alter, ist das eine Katze oder ist das eine Uhr oder... What? Nee, schusch, Leute. Und vielen Dank fürs Einschalten. Ich wollte hier nochmal so ein kleines Shoutout so am Ende hinten dranhängen. Von wegen, ich benutze jetzt erstmal Premiere und arbeite damit noch ein bisschen und gewöhne mich jetzt gerade noch ein. Deswegen, wie letztes Mal, wenn ihr Kritik oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder Tipps oder Tricks habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn nicht, hinterlasst trotzdem irgendwie was Nettes, falls euch irgendwas gefallen hat. Sollte euch das Video gefallen haben, ne? Wie gesagt, könnt ihr ein Like hinterlassen, das wäre super. Und wie ihr abonniert, das wisst ihr höchstwahrscheinlich selber. Ich halte euch für schlau genug, dass ihr das von selber auch wisst. Solltet ihr keine Folgen mehr verpassen wollen, sprich schon alles vorher sehen wollen oder uncut sehen wollen, würde ich euch immer raten, einmal in die Beschreibung zu gucken. Dort findet ihr nämlich mein Twitter, mein Twitch und für diejenigen, die 1-2 Cents über haben, vielleicht auch mein Patreon, sofern wir da nochmal ein bisschen was upgraden werden. Auf jeden Fall euch vielen Dank nochmal fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. See you later.